Ja, guten Morgen, herzlich willkommen zum ersten Arbeitsfrühstück des Wissenschaftsjahres 2018, initiiert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Das Thema Technisierung bietet natürlich ganz viel Platz, sehr viel Raum für Ängste, dass Menschen den Eindruck bekommen, alles, was ich bis jetzt gelernt habe oder vieles von dem, was ich bis jetzt gelernt habe, wird überflüssig, wird obsolet und wie gehe ich mit der neuen Situation um? Und einer solchen Fragestellung müssen wir uns nicht nur als Wissenschaftler, sondern auch als Gesellschaft stellen. Und es gibt durchaus Ansätze, über die ich auch gleich gerne etwas sagen werde, wie wir hier gerade Menschen stützen können, mit den Neuerungen umzugehen. Also das ist ja so dieses Drama-Dreieck. Ne? Genau. Das ist ja auch spannend. Dass ich gehe mal davon aus, dass wir haben uns ja unterhalten im Vorfeld, dass Sie das jetzt bewusst aufspannen. Also da persönlich stellen sich so ein bisschen die Haare bei mir auf. Was ist so im Umgang in der Öffentlichkeit, so dieses klassische Drama-Dreieck? Erstmal die Risiken erwähnen, dann machen wir erstmal ein großes Drama draus. Wenn jemand halbwegs mal über die Mauer guckt, dann denken wir mal über Chancen nach. Dass wir aber schon lange in der Umsetzung sind, die Roboter sind da. Das reflektieren viele in der öffentlichen Diskussion gar nicht und das schürt Ängste. Und Sie lenken ja gerade ein bisschen dahin. Auch diese, ich halte das für eine vollkommene Fehlleitung, diese audiovisuelle Vermenschlichung von robotischen Systemen führt vollkommen in die falsche Richtung. Weil wir haben robotische Systeme, die finden heute in Schaltschränken statt. Die finden in irgendwelchen Installationen auf Motherboards statt, in Großrechensystemen. Es werden Tätigkeiten wegfallen. Es fallen ständig Tätigkeiten weg. Dass Tätigkeiten wegfallen, da sollte man keine Angst haben. Ich mache mir eher Sorgen, die Frage, gar nicht, dass eine Tätigkeit wegfällt. Viele Tätigkeiten will ich ja nicht machen. Aber die Frage, wer ist das bestimmende Element am Arbeitsplatz, der Mensch oder die Maschine? Und da muss ich sagen, da müssen wir uns wehren. Wir können es nämlich mitbestimmen. Die kognitiven Fähigkeiten, logisches Denken, Gedächtnisfähigkeiten, Konzentrationsfähigkeit. Dann kommt das Nächste, das ganz, ganz Wichtige, dass Menschen Selbstvertrauen entwickeln, dass das, was sie an Fähigkeiten haben, tatsächlich bereitsteht, dass sie ein Rüstzeug haben. Und die meisten Menschen wissen gar nicht viel darüber, welche Kompetenzen sie tatsächlich besitzen. Sie gucken häufig nur jetzt in der Arbeitswelt auf einen bestimmten Arbeitsausschnitt und sagen, oh Schreck, das ist alles neu, das kann ich nicht. Und sind sich gar nicht darüber bewusst, wie viel Situationen herausfordernder Art, sei es in ihrem Beruf, sei es aber auch in allen anderen Lebensbereichen, sie bereits erfolgreich gemeistert haben, dass sie also ein Arsenal haben an Kompetenzen, welches sie reicher macht, was ihnen Sicherheit gibt, nicht gleich zu verzweifeln, wenn irgendetwas neu oder ungewohnt oder undurchschaubar ist. Und das Dritte, die ganz dritte wichtige Säule ist, wir müssen Menschen schon sehr früh ein Rüstzeug geben, mit Stress umzugehen. Beteiligen Sie sich sozusagen, bringen Sie sich in der Gesellschaft ein, an welcher Stelle auch immer, natürlich in unserem Wissenschaftsjahr, aber auch sozusagen in dem Kreis, wo Sie wirken können und lassen Sie sich in dem Sinne von Technik nicht alles gefallen, sondern bestimmen Sie das mit, was da passiert. Ich glaube, das ist etwas, was man nur sich wünschen würde. Je mehr sich beteiligen und mitbestimmen und die Richtung mitbestimmen, desto mehr wird es am Ende für die Gesellschaft passen und wo wir sagen, naja, so schlimm war es gar nicht. Trauen Sie sich, das ist meine Botschaft an alle. Ja. Trauen Sie sich, die Menschen sind sehr, sehr gut in der Lage, mit Neuerungen umzugehen. Es geht nur darum, dass man nicht aus dem Blick verliert, dass man ein bestimmtes Rüstzeug dafür braucht. Und wenn man es noch nicht hat, kann man es erlernen. Lassen Sie uns doch gemeinsam jetzt in die Umsetzung gehen. Ja. Das ist nicht nur was für Deutschland, für uns selber, sondern zur Weltmarkt oder zur Stärkung unserer Position im Weltmarkt. Ich denke, wir haben heute sehr viel mitgenommen, haben mal einen kleinen Überblick gekriegt. Wie könnte denn eine Arbeitswelt der Zukunft überhaupt aussehen? Genau, also dass wir uns alle einbringen können, dass das wichtig ist, ne? Und dass wir es auch in der Hand haben als Gesellschaft. Genau, dass wir das Zepter nicht aus der Hand geben. Und ich bedanke mich, dass Sie heute alle hier waren und mit uns diese Diskussion geführt haben. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke für die Einladung. Wir haben zu danken.